Profifußballer, der Traumberuf eines jeden Jungen. Für die 22 Schüler der Gesamtschule Emschertal in Neumühl ist dieser zwar noch in weiter Ferne. Das gemeinsame Training mit zwei ehemaligen Fußballprofis haben sie aber schon hinter sich gebracht. Marcel Witschek und Michael Klinkert, beide haben unter anderem bei Borussia Mönchengladbach gespielt, trainieren heute die Jungs aus der Schulfußballmannschaft. Es ist ein Projekt der AOK Rhein Hamburg, Fit durch die Schule. Da machen jetzt dieses Jahr über 80 Schulen mit. Und wir beide, Michael Klinkert und ich, versuchen halt mit den Kindern hier ein bisschen Sport zu machen, wo sie auch Spaß haben, wo sie auch ein bisschen Koordination machen, ein bisschen Fußball spielen und unverletzt dann nach Hause gehen. Das Training ist sozusagen eine Belohnung für die Jungs der Jahrgangsstufen 5 bis 10. Im letzten Jahr sind sie mit der Schulmannschaft Duisburger Stadtmeister geworden. Und um jetzt noch besser zu werden, können sie sich heute Tricks von den ganz Großen abschauen. Marcel Witschek findet es gerade in der heutigen Zeit wichtig, Kindern sportliche Aktivitäten näher zu bringen. Ja, mittlerweile ist natürlich durch Fernsehen, Internet, Handy, ist die Bereitschaft der Kinder, nach der Schule Sport zu machen, immer weniger. Und die Vereine beklagen sich natürlich, dass immer weniger Kinder kommen, weil die Schule auch länger ist. Und wir versuchen halt den Kindern doch schon zu erklären und sagen, macht Sport, also nicht nur in der Schule die 2 Stunden oder 2x2 Stunden, was ihr habt. Geht auch nach der Schule in Verein, ob das jetzt Handball, Schwimmen, egal was, macht Sport. Das macht Spaß in der Gemeinschaft, da lernt man was. Und nicht nur das, auch die Fitness der Jugendlichen ist natürlich ein wichtiger Aspekt für den 45-Jährigen. Klar, man hat selber Kinder und ist froh, wenn die auch Sport machen. Und dass sie halt, das ist ja eine Vorbeugung von später, wenn man dann mit 40 nicht mehr richtig laufen kann oder Kniegelenke tun weh oder das tut weh. Und so ist das, glaube ich, durch den Sport ein bisschen Prävention, dass man halt im späteren Alter auch fit bleibt. Und für Sportmuffel hat er noch einen ganz besonderen Tipp. Ja, auf jeden Fall mal was, immer wieder was auszuprobieren. Es gibt immer eine Sportart, ob das jetzt Radfahren ist, Schwimmen oder auch Handball. Da gibt es ja so verschiedene Sachen, Reiten, da gibt es so vieles, Tanzen, was man machen kann. Man muss immer wieder mal vielleicht ausprobieren. Schnupperkurse gibt es ja überall und wir wären ja froh, wenn das mal jeder nutzen würde. Denn den ganzen Tag nur vor der PlayStation sitzen, das ist auf Dauer ja auch langweilig.